Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Im Beichtgespräch vor ein paar Tagen begegnete mir ein Mensch, der Angst hat, sich selbst zu verlieren, der Angst hat, den Glauben zu verlieren, der Angst hat um sich selbst, dass ihm sein ganzes Leben aufs dem Ruder läuft. Wir kamen in ein gutes Gespräch und auch ich gestand meine Angst, die ich manchmal habe, mich selbst zu verlieren. Wir kamen auf einem Psalmgebet, auf ein schönes Wort, in dem es heißt: Beschütze, Herr, was deine Rechte gepflanzt hat und den Sohn, den du dir stark gemacht hast. Dieses Gebet kann ein Gebet sein, das uns die Kraft gibt, Gott darum zu bitten, dass er uns im Lot hält, dass er uns beschützt, dass er auf uns achtet, wo wir selber manchmal unachtsam geworden sind, wo wir uns drohen zu verlieren, wo wir uns vielleicht schon verloren haben. Gott möchte auf uns aufpassen. Er beschützt uns. Wenden wir uns immer wieder vertrauensvoll zu ihm. Gerade dann, wenn wir in der Gefahr sind, uns selbst zu verlieren. Er wird uns finden, das ist seine Verheißung. Verlieren wir nie den Mut, ihn darum zu bitten, nach uns zu suchen und auf uns zu schauen. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, am Ende dieses Tages wollen wir dir alle Menschen anvertrauen, die sich zu verlieren drohen. Schaue auf sie, schaue auf uns alle. Halte deinen liebenden Blick auch über uns in dieser Nacht und am neuen Tag, damit wir lernen, wieder auf uns zu schauen und damit auf dich, der du uns hältst und trägst und schützt. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.